Dann springe ich mal nach oben und schnapp mir mal kurz den Ball für eine kurze Dribbelrunde. Ganz herzlich willkommen hier im wunderschönen Wunderland der Global Harmony Unity. Es ist wunderschön, dass ihr alle da seid. Ihr großen, riesengroßen Wunder, jeder Einzelne mit seinen einzigartigen Gaben und mit seiner einzigartigen Welt. Und hier führen wir alles in der Harmonie zusammen. Und ich bin gespannt, wenn wir jetzt hier im Sein, im Zentrum des Seins unsere Wurzeln schlagen, was uns dann blüht. Und insofern freue ich mich, dass ihr alle da seid. Sehr, sehr schön, wie immer. Es strahlt hell. Und ja, wir dürfen gespannt sein, was sich heute wieder zeigen mag. Der Ball geht wieder in die Luft. Und dann schauen wir mal, welches Spiel hier entsteht heute. Ja, ich wollte ganz kurz meine Freude zum Ausdruck bringen, dass Kurt aus seinem Stillretreat wieder da ist und wieder präsent mit uns hier ist. Ja, was für ein Wunder, oder? Ich finde alles so ein Wunder. Papo, magst du kurz was sagen, dass man dich sieht, weil wenn du was sagst, dann poppst du bei den meisten auf. Okay, also ich freue mich natürlich auch, dass ich wieder dabei bin, dass ich alle wiedersehe. Es ist einfach wieder wie ein Familientreffen und das macht Freude, in diese Energie einzutauchen, besonders wenn Nada da den Gedanken vorgegeben hat, die Aufmerksamkeit mal auf die Wunder zu richten, die nicht nur tagtäglich, sondern die eigentlich andauernd passieren, die wir gar nicht mehr bemerken. Und die wieder zu beachten, das finde ich sehr schön, weil ich bin ein Wunderer. In meinem Leben passieren dauernd Wunder und das wundert mich gar nicht mehr. Aber das war nicht von mir vorgegeben. Das muss ich kurz korrigieren. Das tauchte das letzte Mal einfach im Feld auf, nachdem Remo so schöne Sachen gesagt hat, poppte dieses Wunderwort so wunderlich auf. Ja, beim letzten Mal war ich ja nicht dabei, aber eben hast du es gesagt und Hab's ja nochmal erzählt. darauf bin ich eingegangen. Also auf jeden Fall ist das eine interessante Richtung, wenn wir unsere Aufmerksamkeit einmal gerichtet halten auf die tagtäglichen Wunder. Ja, also das war so auffallend im letzten Donnerstag, dass diese Wunder nochmal ganz in die Präsenz, in die Wahrnehmung kommen wollen. Und eben auch, wo haben wir unsere Wurzeln? Also was ist die Wurzel unserer Wahrnehmung, unseres Seins? Glauben wir, dass alles Zufall ist oder dass wir überhaupt nichts glauben? Für mich war es so wie das Teleskop oder den Feldstecher scharf zu stellen diese Woche jetzt auf, wo sind die kleinen Wunder? Und ich habe wirklich einige bemerkt. Und ich habe mich auch selbst gewundert, dass mir das vermehrt aufgefallen ist, weil ich habe gedacht, dass ich doch ja einigermaßen achtsam bin, wo sich so die kleinen Wunder im Alltag verstecken. Aber da waren wirklich mehr Wunder. Und das hat mir wieder bewusst gemacht, auch so eine Sehnsucht, die wir wohl alle haben, dass wir gerne in einer Welt aus Wundern leben würden, so wie die Kinder. Und das verblasst bei vielen oder teilweise verblasst es, verblasst bei der Arbeit oder was auch immer wir organisieren und ordnen und so weiter, um unser Leben so im Fluss zu halten, da verblasst es ein bisschen. Und das war jetzt doch wirklich so, ja, irgendwie schön, das immer wieder neu zu erinnern. Die Wunder, die sind wirklich überall. Und wenn wir Wunder erwarten, weil das ist ja dann eigentlich der Hintergrund, wenn wir unseren Fokus auf die Wunder richten, dann erwarten wir die irgendwie. Ja, und plötzlich kommen die hervor. Die haben sich eben noch hinter den Bäumen versteckt und jetzt kommen die so hervor. Und darum eben diese Wurzeln, also ihr seid ja alle dabei mit dem Thema und habt ein offenes Herz und seid voller Freude, aber die Wunder immer wieder neu suchen oder einfach nur finden, da ist ganz viel Kraft. Das sind ganz große Schätze.
Und wenn wir das zusammen üben oder nur schon gegenseitig austauschen, wie das letztes Mal so schön war, dann wird das mehr. Die Energie wird mehr. In unserem Feld wird sie mehr, in unseren Herzen wird sie mehr. Das darf in die Welt. Das ist ganz wichtig. Gerade bei uns Erwachsenen. Die Wiebke würde jetzt sagen, ja, bei den Kindern ist das total normal. Und genau, also ich freue mich auf das, was jetzt heute kommt mit euch. Es ist allein schon ein Wunder, dass wir überhaupt so zusammen sein können. Wir müssen uns das nur mal bewusst machen, das Wunder Ihres Körpers, dass der überhaupt funktioniert. Wie viele selbstständige Organe und Funktionen da ineinander greifen. Und wenn einer nicht funktioniert, dann würde das Leben aufhören. Und das alles, stellen Sie sich mal vor, Sie müssten dafür sorgen, dass Ihr Körper funktioniert. Sie müssten den einzelnen Zellen Bescheid sagen, was die gerade machen sollen, den einzelnen Organe, die Organe aufeinander abstimmen und so weiter. Das ist eine unmögliche Aufgabe. Es ist also ein Wunder allein, dass wir hier funktionieren und zusammen sein können. Ja, und eigentlich wollten wir euch jetzt pünktlich um 8 erst einladen, aber vielleicht sind wir gerade ein bisschen zeitversetzt und schwingen uns auf die in einer Minute schon ein. Wir wollten euch einladen, nochmal für euch so zu reflektieren und in die vergangene Woche, in diesen Tag, in diesen Moment, in diesen Tag, in diese vergangene Woche nochmal zu schauen und all die Wunder zu entdecken. Was bedeutet für dich Wunder? Worüber wunderst du dich? Und was sind die Wunder? Welche konntest du oder kannst du jetzt in diesem Moment als Wunder erkennen? Und so dieses, ja, wie Alice im Wunderland, dieses Staunen, in welchem Wunderland wir leben. Und was es für dich ist, was sind für dich die Wunder und welche hast du erlebt, die dir vielleicht während des Alltags gar nicht so bewusst geworden sind. Aber jetzt poppen sie auf wie die Löwenzahnsamen vielleicht. Zeigen sie sich gerade nochmal. Und gleichzeitig dieses zu spüren, wenn ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, was das mit mir macht. Ein Wunder, was mir immer wieder bewusst wird, ist, dass dieser Augenblick jetzt in der gesamten Schöpfung noch nie war, dass der nur jetzt ist. Und das Wunder, was sich daraus ergibt, ist, dass das ganze Leben eine ewige Premiere ist. Alles war noch nie. Die Schöpfung besteht schon so lange, Milliarden Jahre. Aber dieser Augenblick jetzt, dieses Miteinander so, unsere Begegnung, das war noch nie und das wird auch nie wieder sein. Also ich bin mir ständig bewusst, dass das Leben eine ewige Premiere ist und ich feiere dieses Wunder der ewigen Premiere des Lebens. Ja, so diese aneinandergereihten Jetzt, das empfinde ich auch als Wunder. Jeden Tag immer jetzt zu sein, jetzt, also jeder Moment, jede Sekunde. Und ich arbeite ja auch mit Kindern. Also noch, ich habe gekündigt und die leben es uns wirklich vor. Und ich genieße das einfach immer im Jetzt zu sein. Und ich kann dann jeden Tag jetzt neu gestalten, wie ich es, also ja, im Jetzt zu sein. Genau. Ja, und da können wir uns auch bewusst machen,
wir alle sind ja ständig im Jetzt. Das ist ja die einzige Wirklichkeit. Es gibt ja nur das Jetzt. Die Zeit ist eine Vorstellung, die man sich schafft. Aber alle sind wir im Jetzt. Das sich bewusst zu machen, das ist auch ein Wunder. Das stimmt. Und wenn ihr jetzt in unser Feld spürt, wir sind auf Wunder ausgerichtet. Was nehmt ihr wahr, was sich hier in unserem Feld dadurch vielleicht verändert? Maritreo wollte was sagen. Ein ganz, ganz schönes Bild von einem Kreis oder einer Kugel. Und da wächst ins Zentrum die Erinnerung. Die Wurzel ist tatsächlich die Erinnerung. Ganz im Hier und Jetzt und ganz tief im eigenen Herzen, in der Präsenz. Und dann strahlt diese Kugel, die mit dieser Erinnerungswurzel ganz im Hier und Jetzt verwurzelt ist, wunderschön hell auf. Und dann sehe ich wieder die einzelnen Punkte, die Lichtpunkte, die jetzt hier verbunden sind. Die dann die ganze Erde aufstrahlen lassen. Und auch die Erde hat die Wurzeln der Erinnerung im Zentrum. Es fühlt sich schön an. Es ist die tiefste Verbundenheit, die möglich ist. Über die Erinnerung. Ich bin bewusst hier und jetzt. Alles, was ich sehen kann, hat die Wurzeln genau dort. In der Präsenz, im Bewusstsein. Und alles, was ich bewundere, kommt aus der Fähigkeit, aus der Erkenntnis, Selbstausdruck, von diesem Wunder zu sein. Ein Wunder des Lebens. Ein Wunder der Präsenz. Ein Wunder des Bewusstseins. Von dem ich auch Ausdruck und Teil bin auf persönlicher Ebene. Und wenn ich die Wurzel der Erinnerung ganz bis zum Zentrum, ganz im Hier und Jetzt, zurückgehe, dann weiß ich, ich bin. Und mehr brauche ich auch nicht wissen.
sobald ich die Augen öffne und das Herz öffne, kann ich nicht anders, als die Wunder zu sehen. Überall. Und mit der Bewunderung für die Welt, für die Schöpfung, steigt gleichzeitig tiefste Dankbarkeit, Frieden und Liebe auf. Dankbarkeit, verbunden zu sein. Dankbarkeit, bewundern zu können. Dankbarkeit, dass wir uns hier finden dürfen, spielen dürfen und uns selbst dieser Wunder, die wir sind, die wir ausstrahlen, auch schenken zu dürfen. So sind unsere gemeinsamen Wurzeln in diesem Wunderland des Lebens tief, tief, tief im Zentrum des Seins, hier und jetzt, verbunden. Ich mag euch einladen, mal zu spüren, wie es ist, mir bewusst zu machen, ich bin ein Wunder. Wie fühlt sich das an, wenn ich ein Wunder bin, dass ich bin, dass wir alle sind? Dann sind wir auch Wunderbringer. Egal wo wir hingehen, bringen wir ja uns mit und damit das Wunder. Das Wunder zu sein, das Wunder zu existieren.
das Wunder Liebe erfahren und fühlen zu können, Frieden, Stille, das Wunder hier miteinander schwingen zu dürfen und zu können, so wie fühlt sich das für mich an, wie erlebe ich das, wenn ich mir bewusst mache, ich bin ein Wunder. Und spüre meine Wurzeln ganz tief in diesem Erleben, selbst das Wunder zu sein. Und ganz viele Wunder jetzt hier in diesem Raum miteinander schwingen, tief verwurzelt im Jetzt, im Sein, im Erkennen, wer wir sind, im Erfahren und Fühlen und Sein. Und wer mag, sich bewusst zu machen, dass wir alle verbunden sind, alle weltweit im ganzen Universum, ist auf dieser geistigen Ebene, in diesen Feldern, gibt es keine Grenzen, gibt es kein da höre ich auf und da fängst du an. Das heißt, unmittelbar teilt sich mein Erleben dem Ganzen mit. Und ich spüre all die anderen Wunder mit mir im Feld, mich selbst. Und da kann fast nur das sein, was Maitreya gesagt hat, tiefe Dankbarkeit und Bewunderung für dieses Universum, für die Existenz und für jeden Einzelnen von uns, dass wir alle da sind. Wenn ich im Chat gerade lese, dass das Herz hüpft und es sich wie pure Gnade anfühlt und lebendiges Lichtfrequenz, ja, dann sind wir, wenn wir diese Wurzeln in der Wahrheit spüren, dann ist das wahr, das ist unsere Wahrnehmung und es ist wahr. Und es ist ganz schön stark mit euch gemeinsam. Danke, danke, danke. Für mich ist ein Aspekt dieses Wunders, mir bewusst zu machen, wir alle sind ewig. Das heißt, es gab noch nie eine Zeit, wo es uns nicht gab. Wir waren schon immer und wir werden immer sein. Sich das einmal bewusst zu machen, selbst wenn das Universum nicht mehr ist, sind wir immer noch. Und wahrscheinlich waren wir auch, bevor das Universum da war. Sich einmal bewusst zu machen, was es heißt, ich bin ewig.
es gab noch nie eine Zeit, wo es mich nicht gab. Und das gilt natürlich für jeden von uns. Und wir werden immer sein. Wir haben die Ewigkeit vor uns. Wir denken sehr oft in menschlichen Kategorien, in einem Leben. Ich bin so alt und ich habe noch so und so viele Jahre wahrscheinlich vor mir. Aber die Wirklichkeit, das ist die Realität natürlich, aber die Wirklichkeit ist, wir werden immer sein. Ganz gleich, was ist, wir werden immer sein. Und sich das bewusst zu machen, auch daraus ergibt sich, mir kann hier nichts passieren in diesem Leben, weil ich bin unkaputtbar. Ich bin, wie Marie Treo gesagt hat, sich einfach diesen Aspekt des Ich Bin bewusst machen. Ja, ich werde einfach immer sein und ganz präsent wirklich in diesem Bewusstsein da sein. Wollen wir in kleineren Gruppen mal bewusst als Wunder da sein? Remo und Maritrio habe ich noch nicht nicken sehen. Da nickt einer. Remo, nehme ich das Lächeln auch. Gut. Wollt ihr was dazu sagen? Ein bisschen eine Ausrichtung für die Räume? Die Bewunderung, wenn ich jemanden bewundere, dann mache ich ihn dadurch zum Wunder. Und ich würde dazu gerne einladen, einfach die anderen, die jetzt dann im Raum sind, aus diesem Wissen, wir sind alle verbunden. Wir sind alle Wunder, jedem diese Bewunderung auch zu schenken und diese auch zu empfangen von den anderen. Dann einfach mal zu spüren, wie sich das so anfühlt, bewundert zu werden und zu bewundern. Wollen wir einen Durchlauf machen oder zwei? Dann kommt es drauf an, wie lang. Vielleicht zwei Durchläufe, dann können wir unterschiedliche bewundern. Dann bleiben wir bei 11 Minuten je. Na, dann ihr lieben Wunder, auf eine wundervolle Reise. Bis gleich.
Und ihr Lieben, die ihr auf YouTube zuschaut, wenn ihr euch jetzt wundert, was hier ist, dann bewundern wir gerade unsere Präsenz, unser Dasein, unsere Existenz und laden euch auch ein. Ich muss mal gerade in einen Raum rüber, da bittet jemand um Unterstützung. Wundert euch nicht, dass ich jetzt gerade weg bin. Für alle, die jetzt neu dazu gekommen sind, wir sind im Bewundern, im Erfahren des Wunders.
Ja, ich mag die letzte Minute hier im Mutterschiff noch nutzen und eine besondere Bewunderung, Barbara, an dich aussprechen, dass du dich sichtbar gemacht hast für die Zeit, wo die meisten hier im Mutterschiff doch eher unsichtbar bleiben wollen und präsent geblieben bist und sichtbar geblieben bist und sehr präsent jetzt einfach. Also große Bewunderung für ein... Natürlich an alle, aber ja, das war jetzt sehr bewundernswert, dass du dich so gezeigt hast. Zeigst. Jetzt kommen die anderen nämlich schon zurück. Oh, da ist jemand direkt am Baum. Die Wunderlinge kommen wieder, die Wunderbringer, Wundervollbringer. Ja, da erschien gerade eben dieses Fenster, das gleich aus ist. Und dann manchmal bin ich immer so voller Energie und da habe ich darauf gedrückt und mich selber rausgebeamt. Aber das sollte so sein, ich sollte zu euch zurückkommen. Hallo. Hallo, willkommen wieder zurück, ihr Lieben. Hallihallo, Hallöle. Das ist ganz schön jetzt, weil sich jetzt für mich auf jeden Fall das erste Bildschirmbild neu zusammensetzt. Nada, ich hatte gerade eben ein Gespräch mit einer Frau, jungen Frau, und die hat erzählt, gefragt, ob wir das manchmal auch haben, dass wir, wenn wir ganz viel Glück empfinden und dass dann oft so der Gegenpol kommt, auch dieses, diese dunkle Seite. Und da hatte ich ihr einfach den Tipp gegeben, vielleicht kannst du es nochmal erwähnen, weil du ja oft immer sagst, mit dieser Erlaubnis geben. Ich hatte das früher auch immer, wenn ich irgendwie glücklich war, dass dann auf einmal so eine dunkle Welle kam und dann war das auf einmal weg. Und da habe ich das auch immer gemacht, was du gesagt hast, ich erlaube mir dieses Glück, ich erlaube mir, dass rauszulassen. Und vielleicht kannst du es einfach nochmal erwähnen, weil ich finde, du bringst das immer ganz toll rüber. Und weil das ja oft mit so Glaubenssätzen zusammenhängt, die tief in der Kindheit noch sind, dass man sich was verbietet oder ich darf das jetzt nicht erleben oder so. Und dies mit Erlaubnis ist schon eine ganz tolle Sache. Ich danke dir dafür. Ja, danke dir. Tatsächlich erlebe ich es jetzt so, dass Glück eine Frequenz ist, eine Schwingung. Und es gibt nicht wirklich, wenn wir nicht mehr in dieser Matrix der Dualität sind, heißt nicht, dass Glück immer wieder ausgeglichen wird, sondern wenn wir wissen mehr und mehr, dass alles Frequenzen und Schwingungen sind und dass wir diese freien göttlichen Wesen sind, wie auch immer man dazu sagt, und tatsächlich aber jetzt mir erlaube, in die Frequenz des Wunders zu gehen oder des Glücks zu gehen. Und ich spüre, das ist mein wahres Zuhause, das ist eigentlich meine wahre Natur. Das bin ich wirklich. Dann kann ich die Illusion der Persönlichkeit und damit der Dualität, dass sich das immer wieder ausgleicht, bin ich frei davon. Weil es zwingt uns niemand, wenn wir in dieser Freiheit wählen und nicht aus Widerstand, brauchen wir da nicht mehr weggehen. Ja, ich hatte bei mir dann irgendwo festgestellt, dass da halt so ganz alte Glaubenssätze sind, ne? So dieses aus der Kindheit halt, wo man halt festhängt, ne? Das darfst genau. Du nicht. Aber es ist nicht in unserem Sein, es ist nicht in unserer Seele, es ist nicht in unserem Bewusstsein. Ja. Da ist es nicht. Und das ist ja genau das, wozu wir ja hier auch einladen, uns zu erinnern. Und damit sind wir absolut frei von dieser Matrix und können, falls in der Persönlichkeit was auftaucht,
können wir das sehen und erlauben, dass es da ist, aber zu erfahren, dass es wirklich möglich ist, eben zufrieden zu sein, Frieden zu sein, Wunder zu sein, Liebe zu sein, Glück zu sein. Remochi. Also ich muss noch was sagen zu dieser Wunderfrequenz. Ja. Die schwingt total stark heute in unserem Feld. Also ich bin mir sicher, dass einige von euch jetzt Wunder erlebt haben in ihren Räumen. Ich möchte einfach kurz die Geschichte erzählen, die ich jetzt erlebt habe. Heute Morgen habe ich eine Anmeldung für einen Anlass von mir gesehen in meinem E-Mail-Postfach von einer Person, die ich nicht kenne, und habe mich gefreut, dass ich die Person dann kennenlerne. Und wo spült uns das Universum hin? In denselben Raum. Ich habe nicht gewusst, dass die Person von der GHU ist. Aber wo landen wir? Ja, genau im selben Raum. Also das ist für mich genauso ein Wunder. Ist unerklärlich. Und wenn halt ein Feld so schwingt, dann geschieht das. Also es hat schon damit zu tun, wer ist denn da jetzt? Und es ist auch ein Zeichen dafür, dass wir wirklich in dieser Frequenz sind. Und da geschehen unerwartete Dinge, also wo man nur noch lachen kann. Und ich erzähle es darum, weil wenn Menschen darüber sprechen, dann hat das einen Effekt bei allen von uns. Wir lernen, okay, da ist was real, was ich vielleicht übersehen habe oder was ich schon irgendwie weiß, aber es hilft, wenn diese Geschichten so rauskommen. So, jetzt darf gerne jemand anders noch erzählen oder wir gehen noch in die nächste Runde. Ja? Ja, vielleicht gehen wir in die nächste Runde, weil wenn wir wieder eine 11-Minuten-Runde machen, sind wir schon bald am Ende. Vielleicht noch ein Wunder, was hier gerade im Chat auftaucht, weil heute jährt sich ein Wunder, nämlich wir haben hier ein Geburtstagswunder unter uns. Herzlichen Glückwunsch. Schön. Was für ein Wunder, dass wir alle geboren sind und auch noch direkt Geburtstagskinder hier haben. Ganz, ganz schön. Ihr Wetterball ist schön. Jeder Tag sollte doch Geburtstag sein. Wir feiern alle, bis auf eine Person hier, heute unser Nicht-Geburtstag. Also ihr Lieben, auf eine wundersame Reise, nächste Reise. Schauen wir mal, wo die Frequenz des Wunders euch jetzt hinbringt.
ich doch ganz kurz was teilen. Heutal, ich habe das Gefühl, dass unsere Seelen gerade kommunizieren miteinander. Kriegst du das auch mit? Jetzt bist du weg. Jetzt bist du wieder da. Das Mikro wäre unten links meistens, wenn du was sagen wollen würdest. Und da ist wie so eine Hand, das erinnert mich total an E.T. hinter dir. Ja, ja, also, ja. Ich kann irgendwie gar nichts sagen jetzt im Moment, aber ich freue mich, dass du mich wahrnimmst. Und das tut mir auch gerade gut. Ja, das Tuch, was ich auf meinem Sessel habe, das ist ein Tuch aus Costa Rica. Und ich glaube, das ist so eine Art Gecko, Eidechse oder so, was abgebildet ist. Das war so eine ganz feine Kommunikation oder Verbindung irgendwie. Ganz schön. Wie als würden eben, deswegen war das sah aus, jetzt siehst du sie ein bisschen mehr, sah aus wie so eine Hand. Als würden sich die Seelen die Hände reichen, irgendwie so. IT nach Hause telefonieren. Ja, schön. Ich finde es so ein Wunder wirklich, dass wir zusammengeführt worden sind und dass wir irgendwie da so gemeinsam in diesem Feld auftauchen. Das kann keiner machen. Also das ist so ein Wunder, was für mich geschieht. So was, so alle irgendwie, finde ich, stärkt. Oder du hast jetzt gerade gesagt, es tut ja auch ganz gut. Also es ist einfach... Es tut allen gut. Also eben Kurt, der war jetzt schon, ja, der hat sich jetzt so gefreut, wieder dabei zu sein. Er sagt, es tut einfach gut. Es tut einfach gut. Und das ist ja, das ist so ein Wunder. Ja, das ist ein Wunder. Und dass man nichts tun muss dafür, im Gegenteil. Ja. Das ist ganz interessant. Meine Katze, die spielt gerade mit einem Blatt und räumt das Blatt von A nach B in diesem Zimmer. Das ist so ein Geräusch, was mich gerade umgibt. Man hört es ein bisschen, ja. Jetzt für eine Katze schwierig vor. Ein Hund wird es mit dem Mund nehmen, aber eine Katze, die spielt dann mit den Pfoten, oder wie macht sie das? Genau, sie spielt mit den Pfoten, aber sie nimmt auch gerne in ihr Mäulchen. Ja, das ist ja ganz interessant. Ja, bei mir sind Hunde und Katzen zusammen aufgewachsen und die haben dann das ganz spannend, weil die ja eigentlich eine andere Kommunikation haben, oft wie Mann und Frau. Und die haben dann Verhaltensweisen der anderen angenommen, also dass es sogar in der Tierwelt so möglich ist, dass die sich dann verständigen und eine gemeinsame Sprache irgendwie entwickeln. Das war für mich auch mal ein Wunder. Schön, ja. Das, ja, Nachahmen. Und meine Tochter ist auch mit in meinem Zimmer und spielt ein Spiel. Ja, ich wollte gerade, ich wusste nicht, ob es deine Katze ist, aber vielleicht nehme ich dann deine Tochter mit noch wahr. Ja. Ja, jetzt beide.
kommen sie wieder, die Wundervollbringer, die Wunderbaren. Danke dir für das Miteinander schwingen und sein. Dankeschön, Nada. Danke euch. Danke, Nada. Es ist auch ein Wunder, dass ihr dann einfach immer wieder zurückkommt. Wir wundern uns über gar nichts mehr, oder? Oh, das wäre aber schade. Wir wollten gar nicht zurück. So, so ist es mit euch. Ich habe gerade so das Bild, als Kind hat mir meine Großmutter immer eine Wundertüte gebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das konnte man am Kiosk, konnte man das kaufen für einen Franken damals. Und ich habe mich so gefreut jedes Mal auf diese Wundertüte. Und so ging es mir jetzt auch wieder in diesen Raum zu kommen. Wie eine Wundertüte, schwupp ist sie auf. Und in der Wundertüte hat sie auch oftmals Dinge drin, die man kennt. Und es ist auch cool, wenn man mit Leuten zusammengewürfelt wird, die man kennt. Und trotzdem ist es ein kleines Wunder. Ich finde es aber ein Wunder, wer bleibt im Mutterschiff und was dann da passiert. Ich möchte auch mal bleiben, stimmt. Ich finde es ein Wunder, dass man in diesen kleinen Chambre séparé eben mit Menschen zusammenkommt, die man noch nie gesehen hat, aber die man kennt. Naja, auf irgendeine Art und Weise sind wir immer miteinander verbunden, ob es jetzt ein Gefühl ist, eine Situation, ein Bild. Es gibt immer irgendetwas, was Verbundenheit schafft. Und wenn man das sieht und das erkennt, eröffnet das ganz viel Raum. Aber Herr Tepperwein, die haben alle Sie schon gesehen, nur Sie haben die noch nicht gesehen. Haben Sie alle. Ja, jetzt haben Sie natürlich wieder recht. Ich wollte nicht recht haben. Ich wollte mich bei Ihnen höchstens noch mal ganz herzlich bedanken. Das ist ganz wundervoll. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich auch für die Begegnung. Ja, für mich ist es auch mal wie Weihnachten und Ostern zusammen, wenn der liebe Kurt da ist. Da ist die Nada, sagt der Kurt, kommt, da strahlt mein Herz noch mehr. Nicht, dass ich euch jetzt als klein machen will, ganz im Gegenteil, aber wenn ich diesen gelben Pulli sehe und diesen Mann, den ich verehre und schätze, bin ich immer toll. Danke. Ich kann den stundenlang zuhören. Ich Ihnen. Ich danke. Ich habe mich auch noch mal freigeschaltet, liebe Nada. Ich kann mich leider nicht zeigen, weil ich noch auf Mallorca bin und hier ein ganz schlechtes Internet habe. Aber du hast heute mein Video freigeschaltet, das Gespräch mit dir. Vielleicht. Ja, liebe Helga, das ist korrekt. Dafür wollte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken. Und ich habe hier auf Mallorca auch ein Wunder erlebt, in dem ich gespürt habe, dass auf so einer Insel eine ganz bestimmte Energie ist. Aber ich konnte das immer nicht, ich konnte es nicht einordnen oder fühlen. Und dann war ich in einem Gespräch mit jemandem und dann machte sie so die Arme breit und sagt, auf so einer Insel fühlt man sich geborgen und benutze das Wort Geborgenheit. Und das ist mir noch nie so bewusst geworden, was Geborgenheit überhaupt bedeutet. Und jetzt in dem Zusammensein, jetzt wieder heute Abend, ist es auch ein Gefühl, was da ist. Was ich auch auf einer Insel empfinde, das ist so ein geschlossener Raum und mit Wasser umgeben und trotzdem ist er offen. Also ich
kann die Freiheit spüren und trotzdem hat es einen Kern oder ein, ja, irgendetwas Umfassendes, halt Geborgenheit. Und dieses Wort Geborgenheit begleitet mich jetzt schon die ganze Zeit. Dann habe ich mir heute unser Gespräch angehört und ich habe in dem Gespräch auch einmal von geborgen gesprochen. Das war mir aber gar nicht bewusst. Und hier erlebe ich jetzt dieses Gefühl der Geborgenheit. Das wollte ich nur noch mal mitteilen. Ich danke. Ja, danke dir. Danke euch auch. Es ist so schön, in diese Gespräche mit euch zu gehen. Ja, vielen Dank. Christina, du hast dich noch gemeldet. Ihr seid zu zweit. Timon hat sich gemeldet. Ich würde gerne noch ein Wunder teilen. Mhm. Also, als wir eben im ersten Breakout-Room waren, da haben wir die Ina gesehen. Ira gesehen. Die fanden wir alle sehr nett. Und weil wir die so nett fanden, wurde die auch noch in den zweiten Breakout-Room, da haben wir uns auch nochmal getroffen. Und das fand ich einfach ein Wunder und das wollte ich nochmal teilen. Ja, wundervoll. Danke fürs Teilen. Und das ist, ja, wenn da Magnetismus ist, wenn man da so stark schwingt, dann zieht man das ins Leben. Manchmal ist es auch mit den Dingen, wo man so Magnetismus im Negativen hat, die zieht man auch an, obwohl man es nicht will. Dann möchte ich auch gerne noch kurz ein Wunder mitteilen. Wir haben nämlich die Insel Mallorca direkt über uns. Und eben im zweiten Breakout-Room habe ich bei den verschiedenen Leuten gesehen, was im Hintergrund ist. Und das habe ich zusammengefügt für unsere eigene kleine Insel. Also man kann sich auch die eigene kleine Insel zusammen machen. Mhm. Und das ist vom Gefühl her gigantisch gewesen eben. Mhm. Vielen Dank euch alle dafür. Mhm. Vielen Dank fürs Teilen. Pamela noch? Ja, vielen Dank. Guten Abend euch allen. Ich möchte auch jetzt ein Wunder teilen, weil ich jetzt gemerkt habe, wie die Kraft halt wirkt, wie Gott wirkt. Und das war für mich sehr faszinierend zu entdecken. Letzte Woche, Freitag, ich hatte mich wirklich ausgeruht und hatte wirklich keine Inspiration, was zu machen. Ich war alleine hier zu Hause und dachte, aber du müsstest ja noch das und das und das machen. Und nächsten Tag willst du ja zu Besuch, dann müsstest du ja noch einkaufen. Ich habe aber gedacht, ich lege mich jetzt einfach hin, mache gar nichts. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von einer Freundin an den gleichen Tag. Und sie hat gesagt, komm, wollen wir uns abends dann noch treffen? Und da hatte ich so das Gefühl, ja, doch, das möchte ich. Schwupps, die Wurfs habe ich dann noch schnell geduscht. Und das Einkaufsgeschäft war dann auch noch um die Ecke, wo wir uns halt getroffen haben. Und das fand ich wirklich sehr, sehr faszinierend. Am nächsten Tag habe ich dann auch noch mal das Gleiche gemerkt. Und ich merke, wenn die Kraft dahinter ist, dann geht alles schwuppsdiwupps, alles reibungslos. Und wenn die Kraft nicht dahinter ist, dann holpert es sehr. Das sind die Schwuppsdiwupps-Wunder. Ja, das wollte ich gerne mit euch teilen. Danke. Ja, danke, ihr Lieben. In den Filmen ist es das Wuppidiwuppidibu, oder wie es heißt. Und hier haben wir die Schwuppidiwupp-Wunder. Und es ist ein Wunder, dass die Zeit schon wieder um ist. Aber nur die relative Zeit. Und ich glaube, ich darf im Namen von uns sagen, dass wir uns ganz dolle auf Freudenstadt freuen und doch einige, hoffentlich viele, live zum Anfassen sehen werden und wirklich physisch präsent sein dürfen. Was für ein Wunder. Mag noch jemand? Emoji, Maritreo, Bapu, Thorsten. Mögt ihr noch was sagen? Die stillen Wunder. Ich habe heute so viele Wunder. Ich glaube, dem ist kaum noch was hinzuzufügen. Aber wundern wir uns doch noch ein bisschen. Okay, ihr Wundervollen, dann bis Samstag, Sonntag und
spätestens 818 im Wunderfeld des Friedens. Ciao. Ja. Tschüss. Gesegnete Zeit. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ganz viele Wunder. Ja, ganz viele Wunder. Sehr schön. Macht's gut, Nachbarn. Danke dir, Wunder.